Guten Tag, ihr Süßen. Am siebten Tage sollst du ruhen. Das gilt natürlich nicht für Fußballfans. Heute spielt unsere zweite Mannschaft, die Lok. Ja, ich weiß, SG, FC Wartburgstadt, Lokomotive Eisenach, meine Güte, nennt's wie ihr wollt. Für mich ist die zweite Mannschaft, für mich ist es die Lok und die erste Mannschaft bleibt der FCW. Hängt euch dran auf oder auch nicht. Fakt ist, dass wir uns jetzt ein Kreisligaspiel angucken werden und zwar gegen Fortuna Sudtal-Fernbreitenbach. Das sind die Typen, die unsere ersten Mannschaft in der Bezirksliga jahrelang geärgert hat. Jetzt sind sie in die Kreisliga abgekackt und werden natürlich versuchen, heute im Lokodrom da ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden. Die sind Vierter. Unsere Lok, die hat sich gerade ein bisschen Platz verschafft im Abstiegskampf. Daher nehme ich euch jetzt mit. Schaut es euch an. Viel Spaß dabei. Jo. Erster Standard für Sudtal-Fernbreitenbach. Nach 5 gespielten Minuten 1:0 für die Gäste. So, schreiben die 8. Spielminute, Freistoß für die Lok. In die Mauer. Und geklärt. 0:2. Jetzt sind 10 Minuten gespielt. Sudtal legt mächtig vor. Wieder Sudtal. Diesmal das Außennetz. Was machen Sie denn da nur? Schade. Du kennst Bambi nicht? Freistoß für die Lok. Möglichkeit nicht genutzt. Roberto Kras! Eckball. Schobi hebt die Fahne, sagt Abstoß. Nick Trott, leg dich mal lieber nicht mit Schobi an. Das bringt keine Punkte. Freistoß für die Lok. Ja, 25 Minuten. Sudtal behauptet seine Strafraumhoheit. Jetzt! Roberto Kras, der tritt! Ja! Stand er wohl verkehrt rum zum Tor, sonst hätte er den Ball gesehen und einfach über die Linie gemacht. Okay, steht weiter 0:2. Benny Meyer Freistoß. Stiften sie Verwirrung, aber dann Breitenbach behauptet den Ball. So, wieder Freistoß für die Lok. Nick Trott. Torentfernung vielleicht 22 Meter, direkt viel zu hoch. Nein. Eckball für die Lok, Trott. Da ist Verwirrung. Da ist Sudtal nicht sattelfest. Knapp am Tor vorbei. Wir haben noch etwa 3 Minuten in der ersten Halbzeit zu spielen. Wieder gefährliche Situation von Sudtal. Da rappelt es zum dritten Mal im Lokkasten. Sudtal erzielt kurz vor der Pause das 3:0. Lock mit der ersten Möglichkeit der zweiten Halbzeit. Knapp am Tor vorbei. Nochmal die Lok. Sudtal jetzt noch ein Dauerbeschuss. Abgefälschter Schuss. Holt Sudtals Keeper. Torschuss. Endlich mal. Leider noch den Torwart getroffen. Weil das war ein dankbarer Ball für ihn. Aber so kann es weitergehen. So, Sudtal mit einem Konter. Jetzt circa eine Viertelstunde vor Schluss. Bleibt genug am Tor vorbei. Eckball Fernbreitenbach. Lämmerhirt geht da keine Kompromisse ein. Er beschwert sich, dass er behindert worden ist. Indes Einwurf für die Sudtaler.
Tja, ja. Ein wildes Gestochere. Eckball. Nochmal die Lok. In der Schlussphase des Spiels. Ja, das muss man ihnen lassen. Sie bemühen sich weiter um den Ehrentreffer. Natürlich sind dagegen den Tabellenvierten der Kreisliga die Mittel beschränkt. So, ihr Hübschen, viel muss ich ja zu den gezeigten Szenen nicht sagen. Ihr habt es selber gesehen. Suhltal hat eine starke Anfangsphase gereicht, eine nahezu hundertprozentige Chancenauswertung in der ersten Halbzeit, um hier das Ding 3:0 zu ziehen. Der Lok wird es nicht weiter wehtun. Die werden ihre Chance bekommen und gegen andere Mannschaften ihre Punkte holen. Ich denke, dass die Jungs trotzdem auf einem guten Weg sind, den Klassenerhalt zu schaffen. Bis dahin, wir sehen uns beim nächsten Mal, bei anderer Gelegenheit, bei irgendeinem anderen Spiel. Ciao, ciao.